Schönste, was wir bis nach Karneval haben. Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Nicole, Prinzessin Assilvia, Nicole die Zweite. Ja. Mit dabei haben wir die Herrschaften in Blau. In Blau. Das ist die Essener Prinzengarde. Die Herrschaften in Blau-Weiß oder in Weiß-Blau, das ist die Heimatgesellschaft des Prinzenpaares, die KG Völfreud aus Essen werden. An der Spitze ihre erste Vorsitzende, Sigrid Lotthoff. Ja, erstmal überlegen, den Rest haben wir nicht gesehen. Und dann haben wir noch jemanden in Rot, das ist unsere schwarze Leder, das ist die Leibgarde der Prinzessin, die, der KG Fidelio. Und wir haben ja immer was Weißes bei uns. Nicht nur, dass ich jetzt weiß bin, aber die junge Dame links außen ist auch weiß. Wir haben eine weiße Jungfrau, die ist heute nicht dabei. Aber das ist der Kassengeier des Festkomitees Essener Karneval, Nicole Steger. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was das Prinzenpaar heute macht. Zwei Tage waren wir schon mal hier. Da haben wir ein bisschen geschunkelt, aber ich glaube, unser Prinzenpaar hat etwas Besonderes heute vor. Ich gebe erstmal das Mikrofon an Kleine Autorität. Bitte schön, Herr Prinz. Dankeschön, Herr Zoff. Natürlich auch an meiner Seite mein Hofmarschall, unsere graue Eminenz, Klaus Zoff. Ja. Hallo liebe Närrinnen und Narren, wir begrüßen euch mit einem dreifach kräftigen Essen. Genau. Stadtprinzenpaar. Genau. Begleitung. Genau. Dankeschön. Bitteschön. Wir bedanken uns für die Einladung und für den herzlichen Empfang. Nun gebe ich das Wort an meine Prinzessin. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner. Hello, liebe Närrinnen und Narren, die Sie am heutigen Nachmittag oder wie Sie am heutigen Nachmittag genannt werden. Ich kann mich den Worten meines Prinzen natürlich nur gerne anschließen und wir kommen immer, heute ganz besonders freut es uns, mit einer großen Begleitung in die Seniorenheime, um Ihnen große Freude zu bereiten. Wir wünschen Ihnen natürlich heute Nachmittag noch schöne gemeinsame Stunden und möchten Ihnen am heutigen Nachmittag, wir sind heute schon zum dritten Mal hier, auf dieser schönen großen Bühne mal etwas Besonderes präsentieren. Und zwar unseren Prinzentanz mit viel Spaß und Freude. Sie sehen auch gleich die Begleitung mittanzen. Ich würde sagen, wir stellen uns auf zum Tanz und dann können wir gleich die Musik abspielen. Auf der die Bühne das aus. Thank you.
Fall will ich die ganze Stücke raus. Ganz uns meiner deinen Land. Ich habe die nämlich erkannt, das ist nämlich unser Caritas-Kreis. Und ich sage, Caritas-Kreis, einmarschieren!
aber von wem weg mit dem Alkohol? Nie gibt's so schöne Gebete wie am anderen Morgen. Lieber Gott, mach mich wieder gesund. Ich trinke nie wieder. Wer kennt das nicht? So, Ausmarsch.
mit, ein Blick. Halleluja, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Genauso müde, gehen jetzt zur Ruhe. Dann kommt auch der Sandmann, leist weg er ins Haus, sucht auch seine Träume, wie er die schönsten aus. Halleluja, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleine Vater allein in seinem Bett gesehen. Ja, er hat von
herausstellen. An der Spitze seine Tollität, Prinz Miguel der Erste. Ja! An seiner Seite ihre Lieblichkeit, Prinzessin Asimia Selina die Erste. Ja! In der Begleitung die beiden Hofmarschälle Dennis und Leon. Hello! Festkomitee Essener Karneval, Svenja Bonke. Hello. Hello. Und unser Koordinator Markus Adamski. Hello. Und unsere ständige Begleitung der Essener Karnevalsverein. Hello. Und die Essener Prinzengarde. Matineum Steele für die Ausrichtung dieser Veranstaltung. Damit es heute richtig packt, habe ich euch mitgebracht. Musik ab!